Das sind die Teufel Real Blue NC, die neuesten Bluetooth-Over-Ear Noise-Cancel-Kopfhörer von Teufel. Sie sollen außerdem der Nachfolger der Teufel Mute BT sein und kommen somit auch mit einem ganz neu überarbeiteten Design, welches für meinen Geschmack viel futuristischer, cooler und einfach viel, viel moderner aussieht als das klobige Design der Teufel Mute BT. Man merkt einfach, dass sich Teufel auch weiterentwickeln will, was Design angeht. Und das freut mich sehr und ich bin immer offen für neue Designs. Fangen wir aber hier jetzt auch direkt mit dem Design an. Auf den beiden Ohrmuscheln befindet sich dann jeweils wieder das Teufel-Logo in Silber, was einfach top aussieht. An der Unterseite der rechten Ohrmuschel befindet sich dann noch der Power-Button und der Bluetooth-Pairing-Knopf, da es sich auch hier wieder um Bluetooth-Kopfhörer handelt, sowie auf der linken unteren Seite der Ohrmuschel der Schieberegler zum An- und Ausschalten des Noise-Cancellings. Und hier kommen wir auch schon wieder zum nächsten Punkt, nämlich dem Noise-Cancelling. Dieses wurde auch nochmal deutlich überarbeitet und ist mittlerweile auf dem gleichen Level bzw. auf dem gleichen Niveau wie das der Quiet Comfort 35 von Bose. Alles wird schön lärmreduziert, nichts rauscht, kein Knacken, einfach nur die eigene Musik und sonst Stille, das ist doch einfach perfekt. Der Tragekomfort unterstützt aber auch noch das Gefühl, da er ziemlich angenehm ist und die Kopfhörer auch bei längerem Tragen weder ziehen, drücken, reiben oder sonst was. Sie sitzen einfach locker und weich auf dem Kopf, ohne irgendwelche störenden Faktoren. Der einzige Punkt, der einen stört, ist die instabile Verbindung. Ich meine, versteht mich nicht falsch, das Verbinden mit dem Handy geht ultra schnell. Aber dann, wenn man es in die Hosentasche steckt, joggen geht oder einfach nur einen Spaziergang macht, fängt teilweise die Musik immer kurz an zu stoppen oder unterbricht öfter mal auch einfach die Verbindung. Und das ist doch sehr, sehr nervig, wenn man einfach einen tollen Musikgenuss haben möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Einzelfall ist, weil ich habe ja keine mehreren Modelle hier bei mir zu Hause, sondern nur ein Gerät. Aber wenn es kein Einzelfall ist, dann ist es wirklich störend, weil es halt einfach das gesamte Gesamtpaket von den Kopfhörern kaputt macht und einfach auch das gesamte Gefühl von dem Noise Cancelling zerstört. Aber für den Musikgenuss braucht man natürlich auch einen guten Klang und den bekommt ihr hier zu 100%. Durch sehr schöne und angenehme Höhen, einem ausgewogenen Bass und einem wirklich klaren Klang, an dem es nichts auszusetzen gibt. Der nächste positive Punkt ist der Akku. Teufel wirbt, dass der Akku so circa 60 Stunden hält. Das kann ich jetzt zwar nicht bestätigen, der Akku hält bei mir so circa 40 bis 50 Stunden, aber das ist trotzdem echt eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit, außer man hat wirklich mal 3 Stunden oder so am Stück Musik gehört. Dann war der Akku danach leer. Aber da hat man dann die nächste Besonderheit, denn dort kommt dann so eine Art Quick Charge Technologie ins Spiel, denn dort konnte man dann die Kopfhörer innerhalb von so circa 1 Stunde wieder auf 100% aufladen und ich meine, das ist für Kopfhörer relativ schnell. Die einzige Neuerung bis auf das Design waren die Wischgesten, denn wenn man an der rechten Ohrmuschel anfing, über diese zu streichen, konnte man bestimmte Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Wischen nach oben oder unten. Dadurch konnte man dann die Musik entweder lauter oder leiser regeln oder auch das Wischen nach links und rechts, um einen Song nach vorne oder einen zurückzuschalten. Also wirklich nützliche Gesten, sodass man nicht immer sein Smartphone herausholen musste. Jetzt fragt ihr euch aber sicherlich, ob ich die Real Blue NC empfehlen kann. Und ich muss sagen, ich kann sie schon empfehlen, wer erstens 250 Euro übrig hat und zweitens sagt, ey, mich stört es nicht, wenn ab und zu mal so leichte Verbindungsprobleme sind. Das würde mich aber an meiner Stelle bzw. an eurer Stelle stören, da ich keine 250 Euro für Kopfhörer zahlen möchte, die einfach ab und zu die Verbindung abbrechen. Ich meine, wofür zahle ich da 250 Euro? Ich meine, gut, wir haben tolle Verarbeitung, wir haben tolles Design, wir haben einfach auch einen tollen Klang der Kopfhörer und ein sehr, sehr gutes Noise Cancelling. Aber was bringt mir das alles, wenn die Verbindung einfach manchmal unterbricht? Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, die Real Blue NC sind in keinster Weise die besten Bluetooth-Kopfhörer. Sie sind einfach durchschnittlich gut.